Hallo meine lieben Freunde, hier sind wir auch schon wieder bei Let's Play Secret of Mana. Wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben bei Turas Schloss oder wie die auch hieß. Und wie man sieht, habe ich offscreen ein bisschen trainiert, weil jetzt sind wir um einige stärker und können den Boss auch schaffen. So, zack. Die Augen sind jetzt auch viel leichter. Ich glaube, so war das hier lang. Nein, natürlich nicht. Gleich der erste Fehler schon. Super. Hier nämlich lang. Nochmal dieses Auge hier besiegen. Nein, vergiss es. Jetzt können wir da unten nämlich lang. Ganz einfach. Wisst ihr ja schon. Ich bin auch heute super gelaunt. Echt mal. Weil. Jetzt können wir endlich diesen Boss hier schaffen. Ja, das ist kein Problem, diese Stühle. Zauberstühle. Oh. Davor sammeln wir erstmal das hier ein. 44 Gem, nicht schlecht. Können aber mehr sein. So. Tura. Kinder. Kinder. Was wollt ihr hier? Na, wartet. Ich muss gerade noch diesen Typ zu Tantalos schicken. Oh, Tantalos, wie immer gesagt. Das ist nicht so einfach, ne? Hagen! Was hast du getan, Tura? Wo ist er hin? Warum? Ich habe ihn nur zu den Ruinen bei Pandoria geschickt. Ja. Er wurde mir zu lästig. Außerdem reichte meine Magie nicht für ihn. Tantalos wird besser mit ihm fertig. Tantalos? Ja, Tantalos. Der Chef einer Organisation, die Pandoria zerstören will. Wie konntest du nur? So bin ich halt. Tantalos hat schon fast sein Ziel erreicht. Bald wird er die Burg von Pandoria erobern. Später dann die ganze Welt. Aber genug geplaudert. Ich verfüttere euch jetzt an meinen süßen Schmusekater. Weg. So. Wie gesagt, jetzt schaffen wir den. Zwei sind Level 10 und einer Level 8 oder 9. Ah, jetzt kommt unbedingt dieser Angriff. Ja? Hallo. Fängt ja super an, ne? Jetzt am besten, wir wechseln die Waffe auf Bogen. Nein! Nein! Boah, der ist ja noch schlimmer als gerade, als ich ihn getestet habe. Stirb, Mann! Bitte nicht auf mich. Doch, auf mich. Ja.
Also echt mal, der ist jetzt mies. Muss wohl das dann benutzen. So. Wir sind nicht auf. So, jetzt nochmal, jetzt aufs Schwert nochmal wechseln. Ja, toll. Nochmal auf Bogen. Alter, ich treffe ihn doch. So, dann nochmal so. Wilder darf nicht sterben. So. Schnell aufs Schwert. Ich weiß, der erste ist tot. Aber er ist aber auch tot. Ha! Diesmal haben wir ihn geschafft. Und bam! Feuer explodiert. Und das Mädchen ist wieder am Leben jetzt. Und weiter geht's. Bumerang Orb erhalten. So, dann... So. Was wollt ihr noch? Habt Gnade mit mir. So, achso. Tantalus hat mich erpresst. Ich hatte keine Heilkräuter mehr, also... hat er mir seine angeboten. Dafür musste ich für ihn die Menschen hier verzaubern. Aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette alte Dame. Wenn ihr nach diesen Hagen sucht, er ist auch bei den Ruinen in Pandoria. Nehmt euch den Inhalt der Schatztruhen. Ich brauche sie nicht mehr. Der Orbschalter im Lava-Tempel, ihr betätigt ihn mit einem Wasserzauber. Ich würde euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. Okay, mal sehen, was hier ist. Nicht schlecht. Aber jetzt hier. Peitsche gefunden. Jetzt sind wir hiermit fertig. Hier sind auch keine Monster mehr, das ist auch schön.
Ah, zur Sicherheit speichern wir noch. So. Der sagt sowieso immer das Gleiche, also muss ich es auch eigentlich nicht vorlesen. Ja, Spielstand speichern. So. Weil jetzt gehen wir raus aus diesem Wald. Dafür haben wir ja jetzt die Peitsche. Habe ich ja mal vorgelesen, als noch Hagen in dem, bevor Hagen in diesen Wald gegangen ist. Hier sind auch keine Monster mehr. Also alle Monster weg. Gut. Wir müssen zu Hagen. Hörst du mich? Weiter, hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast. Das war Aquaria. Sie braucht meine Hilfe. Ich muss sofort zu ihr. Ich komme mit. Ich müsste zwar zu Hagen, aber alleine kann ich ihn sowieso nicht retten. Wir könnten ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Ich will auch mit. Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? Ja. So, erstmal hier. Ist ja schön, wenn keine Monster mehr da sind, aber im Wald noch. Immer sind noch welche. So. Gehen wir jetzt mal schön zurück. Nein. Ich hab gesagt nein! Wieso immer auf das Mädchen? Wir gehen jetzt einfach nur zurück. Das Beste ist jetzt. Also es gibt. Ja, es gibt schon was Gutes jetzt. Alter! Ernsthaft! Jetzt können wir da oben nämlich zurück. So, du. Willst du mich verkackern hier? So. Jetzt wechseln wir mal kurz auf die Peitsche, weil jetzt können wir hier so. Mit der Peitsche können wir jetzt da rüber. Kleiner Fehler. So. Und die Kobolde nimmt jetzt die Peitsche. Jetzt sind wir nämlich hier, beim Wasserpalast schon. Ist ja nicht so schwer. Wie viel Zeit haben wir jetzt überhaupt noch? Achso, das reicht noch. Okay. Ja, das ist... So. Okay. Das ist jetzt schwer. Also der... Schwieriger als der Boss nicht. Okay, der ist eigentlich auch ganz einfach. Noch aber. Hä? Oh. Oh, 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 oh. Verdammt, das ist auch nicht gut. So, jetzt. Das ist mies.
Weil der hat Magie. Okay. So, dann... Irgendwie... Ha, jetzt habe ich getroffen. Ja, jetzt zaubert er. Ja, so schwer ist das nun auch nicht, aber wir haben keine Heilung mehr, ist das Problem. So. Ich mache immer zu weit. So, jetzt wieder getroffen. Ja, jetzt halt er wieder. Irgendwann hat er keine Magie mehr, nämlich. Wieder daneben. Der kann anscheinend nicht mehr heilen. Ich glaube, der kann auch nur dreimal heilen sich. Sag ich doch. Der ist schon tot. Also, Clown-Orbe heilen. Das ist doch mal gut. So. Hier ist... Hier schon mal. Hier ist Froster nämlich. Mit der kann ich, können wir zaubern nämlich. Wasserzauber. Ich danke euch. Mein Name ist Froster. Ich werde euch helfen. Von nun an könnt ihr über meine magischen Kräfte verfügen. Lisa kann meine Heil- und Verteidigungsmagie benutzen. Und Lara meine Angriffszauber. Hä? 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 Und ich? Eines Tages wird dein Schwert mächtiger als jeder Zauberspruch von mir sein. Zur Not kann Lisa aus deinem Schwert ja eine Eisklinge machen. Dann kannst auch du die Gegner verzaubern und zu Schneemännern machen. Hier habt ihr noch eine neue Mana-Waffe. Speer erhalten. You. Gehen wir. Froster schließt sich an. Ich muss gleich mal meine Zauber ausprobieren. Ah, das kann ich ruhig machen, ne? Jetzt zeige ich mal die Zauber. Hier nämlich.
Und bam. Frosta kann ich mal schön jetzt trainieren. Und immer weiter. Lara reicht Level 10. Ist auch gut. So. Hier noch und am besten. So ist es am besten. So. Noch zu Aquaria kurz. Um da zu speichern und dann machen wir, würde ich mal sagen, Schluss. So. So, hier. Ja, das ist klar. Was mache ich denn da für eine Scheiße? Hä? So, jetzt nochmal. So, dann würde ich mal sagen, wir machen hier fürs erste Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr mit einem Abo oder Kommentar würde auch reichen. Mich freuen, ja. Und da sage ich jetzt mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.